Der AfD kommt es an. Jetzt ist die Partei gut ein halbes Jahr im Bundestag und seit anderthalb Jahren im Abgeordnetenhaus. Wie hat sich seitdem die Streitkultur entwickelt? Wie verhält sich die Alternative für Deutschland und wie reagieren die anderen Parteien darauf? Beobachtungen von Agnes Tegener. Etabliert auf der einen Seite, noch frisch auf der anderen. Seit gut anderthalb Jahren sitzt die AfD im Abgeordnetenhaus und seit über einem halben Jahr im Bundestag. Der AfD-Ton ist allseits provokant. Zum Beispiel bei einem Antrag im Bundestag, bei dem sie Dennis Yücel unterstellt, deutschlandfeindlich zu sein. Glauben Sie es mir. Zu vermeiden ist der mögliche Eindruck, dass mit seiner ganz außerordentlichen Vorzugsbehandlung eine stille Billigung seiner wohlbekannten deutschlandfeindlichen Äußerungen einhergeht. Deutschlandfeindliche Äußerungen. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir lässt sich provozieren. Sie sind aus demselben faulen Holz geschnitzt wie diejenigen, die Deniz Yücel verhaften lassen haben. Sie sind aus demselben faulen Haus geschnitzt. Unverschämt findet die AfD einen Beschluss zur Erhöhung der Gehälter der Abgeordneten und kritisiert damit auf offener Bühne, was sie selbst hinter den Kulissen im Vorältestenrat abgesegnet hat. In den letzten vier Jahren haben Sie rund 1.300 Euro Diäten mehr erhalten. Meine Damen und Herren, schämen Sie sich nicht? Wer meint hier im Parlament uns vorführen zu können, der muss früher aufstehen, meine Damen und Herren. Die anderen Parteien vorführen und vor allem provozieren. Das ist die Strategie auch im Berliner Abgeordnetenhaus. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Georg Pasterski provoziert bei einer Debatte über den Volksentscheid zum Flughafen Tegel. Über Wochen und Monate wurde vom Senat und seinen Bundesgenossen alles mobilisiert, was sich auftreiben ließ. Gefälligkeitsgutachten, bewusst verdrehte Zahlen und Fakten, Angstszenarien aller Art. Das alles war nur ein Aufbäumen vor dem tiefen Fall, gewissermaßen die verzweifelte Mobilisierung des Volkssturms der Argumente. Volkssturm, ein Wort aus der Zeit der Nationalsozialisten. Obwohl die anderen Parteien im Abgeordnetenhaus weiter sein wollen als im Bundestag, besonnener im Umgang mit der AfD, fallen sie in alte Muster zurück, wie das Sitzungsprotokoll zeigt. Nicht nur überwachen solle man AfD-Kandidaten, einsperren wäre besser, ruft ein Grüner. Die AfD kontert mit Feigling gegen die Grünen. Und auch bei einer Debatte über Frauenrechte provoziert die AfD erfolgreich die Grünen. Die AfD in ihrem Weltbild, in ihrem Realitätssinn, wie sie sich fragen, bei der müssen wir Demokratinnen und Demokraten uns wirklich eher an die Frage der Weißen Rose erinnern. Kann man eine geistige Auseinandersetzung mit Personen führen, die selbst nicht mehr geistig sind? Über diese Frage sollten wir gemeinsam nachdenken, statt über jeden Stock zu springen, den Sie uns hierher halten. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nicht nur gemeinsam nachdenken, gemeinsam analysieren wollen wir das jetzt. Denn Abendschau-Landespolitik-Reporterin Agnes Tegener ist jetzt auch bei mir. Agnes, offenbar lassen sich die Parteien ja noch richtig auf die Palme bringen. Ja, wir haben es an der Reaktion von Benedikt Lux von den Grünen ja gerade gesehen. Ja, die Parteien lassen sich noch auf die Palme treiben. Und da ist die Strategie der AfD eben auch voll aufgegangen, nämlich den politischen Gegner zu provozieren und auch unglaubwürdig aussehen zu lassen. Geht man jetzt eigentlich im Bundestag mit der AfD anders um als im Abgeordnetenhaus? Ja, es ist sehr spannend zu beobachten, dass gerade im Bundestag das passiert, was man im Berliner Abgeordnetenhaus schon hinter sich hat. Die AfD provoziert auch im Bundestag, aber kommt in einem sehr ruhigen, sehr sachlichen Ton daher. Und wir haben es gerade in den Ausschnitten aus den Bundestagsreden ja gesehen. Der politische Gegner, der beschlägt sich dann fast, wirkt total emotional und vielleicht auch ein bisschen unseriös. Und damit schafft es eben, oder damit kann die AfD sich als das genaue Gegenteil inszenieren, nämlich als seriös und staatstragend. Kann man denn sagen, dass sich die Strategie im Umgang mit der AfD verändert hat oder nicht? Also man hat im Umgang schon dazugelernt. Man tauscht sich auch aus mit den anderen Landesparlamenten, mit den Kollegen im Bundestag auch. Und ich habe mal nachgefragt bei den Fraktionen, wie man so hält jetzt im Umgang aktuell mit der AfD. Man muss inhaltlich in der Bewertung klar bleiben, ohne aber sozusagen die einfach nur als Empörung wahrgenommene Empörung einfach explodieren zu lassen. Wir wollen der AfD nicht gestatten, diesen Opfermythos zu pflegen. Die AfD geriert sich ja gerne in der Öffentlichkeit als unterdrückte Partei oder Fraktion. Also für uns ist eigentlich klar, da wo sie eine bestimmte Grenze überschreiten, halten wir ordentlich dagegen in der Debatte.
Und ansonsten pflegen wir uns vor allem mit der Sache auseinanderzusetzen und die Sache auseinanderzunehmen. Ja, also Sie versuchen, ruhig zu bleiben, sachlich zu bleiben, aber dass das nicht immer gelingt, das haben wir eben im Beitrag ja gesehen. Ja, dann besteht eigentlich doch auch gar kein Grund für die AfD, dass die ihre Strategie ändert, oder? Nee, dafür besteht tatsächlich gar kein Grund. Warum sollte sie das denn tun? Denn diese Strategie, eben Tabus zu brechen, also die Kanzlerin unter der Gürtellinie zu beschimpfen, oder wir haben den AfD-Fraktionsvorsitzenden, der eben im Beitrag gehört, mit Vokabular aus der NS-Zeit zu spielen. Das ist eine Strategie, mit der man Wähler gewinnen will, Wähler an sich binden will. Und die sollen sich dann denken, Mensch, endlich spricht das mal jemand aus. Und man muss auch sehen, dass diese Entgleisungen in der AfD eben auch toleriert werden und teilweise auch zu richtigen Karrieren führen. Gottfried Curio, den haben wir eben im Beitrag auch gesehen, im Bundestag, der ist immer durch eine sehr scharfe, provokante Rhetorik aufgefallen und ist dafür von der Berliner AfD auf Platz 2 der Bundestagsliste gewählt worden und sitzt jetzt im Bundestag, also hat eine Karriere gemacht. Und last but not least muss man eben auch wissen, dass die Provokation auch ein Spiel mit den Medien ist. Wenn man es da schafft, die Empörung am Köcheln zu halten, ja, dann ist das ein Punkt für die AfD. Soweit die Einschätzung.